Guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Es ist soweit. Das erste Werkstattvideo 2023 gibt es heute. Ja, ich habe... Ich habe meine Werkstatt endlich fertig eingerichtet. Alles fertig, das habt ihr vielleicht schon mal in einem Video gesehen. Das sind hier Werkbänke von IKEA. Heißt diese Kollektion. Und ich habe jetzt hier hinten noch eine Silikonfuge reingezogen und hier diese Platten auch mit einer Silikonfuge abgedichtet. Da waren jetzt hinten überall so Schlitze und da ist der ganze Dreck reingefallen. Das habe ich jetzt endlich fertig gemacht. Und ich habe meinen Schraubstock. Erstmal die Hände schützen. Ich habe meinen Schraubstock endlich wieder angeschraubt. Also ich kann wieder mit meinem Schraubstock hier arbeiten. Mein guter alter, uralter Schraubstock, den habe ich schon, seit ich ein Jugendlicher bin. Also mit, 15, 16. Keine Ahnung, wann ich den bekommen habe. Also es ist ein uraltes Teil. Ich habe schon mal nach dem neuen geguckt, aber warum? Ich kriege leider keine Klemmbacken dafür. Die müsste man sich vielleicht selber mal herstellen. Neue Klemmbacken. Aber das Ding ist schon echt cool. Ich liebe das Teil. Vor allen Dingen, weil es so vertraut ist, sich so gut anfühlt. Und warum sollte ich was Neues kaufen? Also, ich bin soweit fertig, dass ich wieder schrauben kann und deswegen heute das erste Video für euch aus der Werkstatt vom Rasenfreak Andreas Kraus. Viel Spaß damit! Yeah! Ja, ich will mich heute um dieses Locheisen, dieses Golfplatzgrün Locheisen kümmern. Ein Lochstecher, ein Gerät, um Golfplatzlöcher auf dem Golfplatzgrün zu versetzen. Ein altes, schrottiges Teil, das auch ziemlich kaputt ist. Hier, das ist so ein Austreiber und das ist alles auseinandergebrochen. So sieht das Teil aus, wenn es steht. So, mal gucken hier. Da ist ein Bolzen. Alles völlig. Ja, das Ding ist ausgelutscht. Völlig ausgelutscht. Völlig. Keine Ahnung, wie ich das Ding auseinandernehme. Fangen wir mal einfach an hier. Hier sind zwei von drei Schrauben, die schon nicht mehr so gut aussehen. Das ist einfach, wenn die überhaupt rausgeht. Nee. Da muss man wahrscheinlich gegenhalten. Okay, das geht nicht. Da ist wahrscheinlich eine Mutter hinter, da muss man irgendwie von innen ran. Okay. Gut, dann machen wir jetzt mal diese Stange hier ab. Einfach so ein Splint reingeballert. Ja gut. Warum nicht? Warum nicht? Oh. Ja, da ist er abgebrochen. Völlig verbogen. Das kann ich mir hier auch rauskriegt hier.
No, das nenne ich mal krumm. Oh. So, mit dem Griff weiß ich noch nicht, würde er den natürlich neu lackieren. Das sieht aus wie so Griffe von der Schubkarre. Na, gucken wir mal. So, jetzt können wir vielleicht die gleich noch abbauen. Zange. Zange. Ja, schöne solide Rohre. Boah. Auf dem Golfplatz, da haben die überhaupt nicht Zeit, so ein Gerät zu restaurieren. Wenn das durch ist, dann wird das halt erneuert. Das bringt uns in die Lage, halt sowas dann günstig zu bekommen. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Splint drin. Da ist eine Feder drin. Oh, ist das alles verpegt. Zack. Oh. Okay. Ja. Kann man da mal ein bisschen Fett dran machen? Hier ist eine ganz kleine Feder. Was ist denn das für eine Mini-Feder? Nicht ernsthaft. So. Ah! Das ist eine Kugel. Ah, da ist eine Feder und eine Kugel. Da kommt eine Kugel drauf. Schnell. Ich brauche einen Behälter. So, also das da rein. Feder und Kugel. Dann nehmen wir mal die ganzen Sachen hier rein, vorsichtshalber. Das ziehen wir hier auseinander. Aha. Geht nicht, also müssen wir jetzt hier den wahrscheinlich noch abschrauben. Der hier? Nein. Naja, eine Nummer kleiner. Nein. Was ist denn das jetzt für ein Maß? Ah, das ist das wieder Englisch? Nee, ne? 3/4 Zoll. Ja, das ist vielleicht doch ein Zoll. Das ist ein Zoll. EZ. Das sind Zoll, das ist alles wieder Zoll. Das sind Zollschrauben, oh Mann ey. Da bin ich ja mal gespannt. Alles total verrostet. Na, die werden bei Wind und Wetter benutzt, diese Sachen. Ah. Das. So. Ach, und da sitzt, da drückt dann. Okay. Das ist auch ein Imbus. Das soll der sein. Wilde Madenschrauben. So, jetzt kann ich ihn rausziehen. Hab ich gedacht. Ja, ausgeknabbelt. Da reicht. Ja.
noch nicht ganz. So. Da kommt jetzt diese Gummimanschette drauf hier. So. So, die hat da gefehlt. Die war nicht mehr da. Der Gummidämpfer. Und hier fehlt der Ring drauf. Also diese Stange, die. Die soll so das Ding runterdrücken. Da fehlt ein Ring. Da gehört ein Ring hier drum. Da muss ich noch einen neuen Ring einschmeißen. So macht er das. Okay, gut, dass wir mein Zollwerkzeug hier haben. Fantastischer Dings. Ja, passt. 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 Alles wieder Zoll. Ja. Zack. Jetzt kann ich den. Da ist noch ein Abstützring. Also gut, das geht auch nicht. Also muss der jetzt aus dem Ding geschraubt werden. Ja. Vergnabbelt. Da hat wahrscheinlich immer die Stange drauf gehauen, als der Ring weg ist. Die ist eigentlich nur zur Führung da gewesen. Das kann ich. So. Die müssen jetzt auch noch ab. Okay. Nächstes Teil. Schönes Teil. Schick. Sehr gut. Fertig. Zerlegt. Boah. Wahnsinn. So, jetzt ein Ring da drauf. So, wie breit würde ich es machen? Oh! Dann haben wir schon fertig. Dann haben wir es schon fertig. Das ist ja easy. Schicke Trennscheibe. Ja. Sehr schöner Ring. Da ist die dickste Stelle. Da will ich ihn schweißen. Okay. Jetzt drehen wir ihn ein bisschen und haben dann eine schöne Fläche zum Anschweißen. So, Schweißgerät. Bin jetzt hier schön wieder auf meinem
Ambus rumbraten. Na gut. Das war ein Fehler, nicht angeschaltet. War ganz schön hell. Mist. Oh Mann, ey. Ja, sauber. Boah, ist das gut geworden. Jetzt schmeiße ich die andere Seite noch genauso gut und dann bin ich sehr glücklich. Ja, wunderbar. Das reicht. Ha! Jetzt könnte ich ihn da noch mal zuschweißen. Da ist ein bisschen offen da unten. Das mache ich noch. So, da auch noch mal. Sehr gut. Jetzt zeige ich euch das mal. Oh, da hat er ein bisschen reingeschweißt. Ja, gut, okay. Jetzt Achtung, es geht los. Sieht doch gut aus. Zack. Geht sogar rein. Cool. Oh, das passt gut. Mann, passt das gut. Super. Okay, jetzt machen wir hier noch. Der fast passt fast. Fast passt fast. Das ist ein Achter. Jetzt bohren wir da vorsichtig ein Achterloch durch. 8,0. Oder 7,5. Geht 7,5 durch? Ja, 7,5 geht durch. Also 8,0. Ganz vorsichtig 8,0. Ganz bisschen Bio-Cut. Oh Junge, dieses... Oh, ist ein bisschen Ding. Manu. Gut. Cool. Sehr schön. Ja, das könnte man jetzt auch im Bohrständer bohren. Ich guck mal, weil die geht überhaupt durch. Ja, die geht problemlos durch. Das lassen wir mal schön so. Bisschen Spiel ist da vielleicht gar nicht so schlecht, dass er hier so ein bisschen Spiel hat.
Ja, lass ihn ein bisschen Spiel haben. Okay, sehr schön. Ja, dann bohren wir den hier auf 8 auf. Komm, das machen wir auch von Hand. Das ist interessant, ich bohre von Hand. Oh! Freehander. Sehr gut. Das ist nur ein Hauch. Es ist zwischen metrisch und Zoll, ist es wirklich nur ein Hauch. Oh, nee, kannst du nicht mal. Na gut. Schön ist was anderes. Aber ist durch. So, das heißt, jetzt kann ich hier auch einen schönen Achter durchziehen. Oh, guck mal, passt nicht. Jetzt müssen wir beide durchgehen. Das passt noch nicht. Gut. Öffnen lässt er sich gut. Jetzt geraten wir die ganze Sache noch ein bisschen. Oder schleifen Sie bitte den Sack. Manu! Schleifen wir ein bisschen ab. Nein, da oben fehlt noch. Ja, da müssen wir natürlich doch die Griffe abmachen. So, sehr schön. Supi. Supi. Supi-dupi. Na, das ist doch schon eine Nummer hier. Das ist doch schon eine Nummer. Müssen wir da nochmal rein? Komme ich da rein? Schön. Oh, ich brauche Mickey Mäuse. Zu laut. Ja, ja gut. Sehr schön. Super. Das passt ja auch gut hier. Ja, fantastisch. Okay. So, was müssen wir noch machen? Das ist alles gut.
Das brauchen wir nicht. Das ist auch gut. Da muss ein neuer rauf. Siehst du? Ja. Komm, wenn schon, denn schon. Solche Griffe wird es doch wohl als Ersatzteil geben. Man muss sich entscheiden. So, komm. Gut. So, du Bauernfüchse, ich glaube, das war's für heute mit dem Video, das Auseinandernehmen meines Lochstechers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen, wenn ihr sowas cool findet. Ich mache ja sehr unterschiedliche Videos gerade, aber die Abwechslung ist ja vielleicht nicht schlecht. Ja, also das sind jetzt alle Teile, die ich zum Lackieren bringen will. Die roten Teile werden natürlich wieder rot. Ich denke, ich mache rot. Und die ganzen blanken Teile, die mache ich schwarz. Ja, und dann baue ich es wieder zusammen und freue mich schon auf das erste Lochstechen im Frühjahr. Und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Aufs Frühjahr, auf mein Lochstechen müsst ihr euch nicht freuen. Okay, bis dann. Tschüss.